So, da sind wir, wie ihr seht, Genshin Impact. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein. Wie gesagt, ich sag schon mal von vorne weg, ich weiß von dem Spiel eigentlich so gut wie nichts. Gar nichts. Wer sich ein bisschen auskennt, wenn mir ein bisschen was zeigen will, zeigen will, ja, sagen will, schreibt es einfach in die Kommentare. Wie gesagt, ich habe nirgendwo extra geguckt, mach das, mach das, mach das. Ich gucke einfach, wie das Spiel ist. Ich habe es auf der PlayStation angespielt, sagen wir mal grob. Ich habe die zweite, ne, ich habe alle Dungeons durchgehabt. Und dann habe ich ausgemacht, weil ihr werdet es gleich sehen oben rechts. Die Verbindung hat mir nicht gefallen, das leichte Delay hat mir nicht gefallen. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein, gucken einfach mal, ob alles so funktioniert, wie ich es mir denke, wegen Controller. Weil ich will halt schon mit Controller spielen. What you're trying to say is that you fell here from another world? Ja, die gute alte Grafik, ey. But when you wanted to leave and go on to the next world, your path was blocked by some unknown god? Wie entspannt die da einfach stehen. Outlanders, your journey ends here. Heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. Weiß nicht, der Anfang ist so komisch. Ich war ein bisschen leiser. Ja, wen nehmen wir denn? Links oder rechts? Bei allen habe ich mal rechts genommen. Komm, ich nehme rechts. Und ich das mit der Maus. Ja, wie nennen wir uns? Ist klar. Gucken wir uns das. Ah, Controller nimmt er noch nicht. Das ist so cringe, der Anfang. Meine Schwester. And just like that, the god took away my sister. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. So while we used to travel from world to world, we are now trapped here. How many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. When I woke, I was all alone, until I met you 2 months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guy. Meine Freundin. We should head off. Let's get going. Weil, als ob der die einfach geangelt hätte. Weißt du, du bist da am Angeln und auf einmal, ach ja, angel ich die mal. So, klappt's jetzt? Ah, wie kriege ich den Controller hier aktiviert? Ich will nicht mit der Maus spielen. Warte mal. Einstellungen. Zack, zack, zack. Steuergerät. Richtig. So. Das Problem ist, hier ist alles andersrum. Warte. Tada. So, los geht's. Dann dackeln wir immer hinterher. Also von der Grafik, es ist echt ganz anders. Warte, Seekrebs. Komm her. Dann nicht. Zack. Ah, hier habe ich trotzdem 30 Millisekunden. Das erste Mal gespielt hat, hatte ich noch, sag schon, hatte ich 10 Millisekunden. Und wie gesagt, schreibt doch mal bitte in die Kommentare, ob das so passt mit dem Sound. Weil ich mache halt jetzt echt für jedes Spiel eine andere Szene.
Öffne das Kartenfenster, wähle einen Teil Teleportationspunkte, den du schon freigeschaltet hast, um die jeweilige Stelle zu teleportieren. Ah ja, das weiß ich auch. Wo geht's jetzt hin? Ah ja, ein bisschen. So, ah, hier wirkt es noch ziemlich klein, aber wartet mal ab. Komm, ich will den Flusskrebs. Zack. Echsenschwanz. Der leicht gekrümmte. Lol. Haben wir jetzt wieder? Schwert ist klar. Warte mal, wo wer war das eben? Ah, das eben. Wo ist der Echsenschwanz hin? Ach da. Ah, eine Echse, der einst gehörte, seine bitteren Bestandteile härten die Haut auf wirksame Weise. Ei! Heißt, ich leg mir Echsenschwanzhaut und dann habe ich einen Panzer. The path ends here! Guess we'll just have to climb! Climbing depletes stamina and depleted stamina takes time to recover. Okay, let's take the route we planned. Ja, wie gesagt, jetzt werden wir natürlich erstmal ein Spiel eingeführt. Which of the seven are you looking for exactly? Das war alles einsammeln. Ich will so eine Echse haben. Mehr. Aha. Das ist auch der Echsenschwanz. Okay. Ein Champion, Champion. Wo ist der Schmetterling? Den. Schmetterling? Oh, wow. Wow. That's a statue of the seven. There are a few of these statues scattered across the land to show the seven's protection over the world. Among the seven gods, this god controls the wind. Paimon's not sure whether the god you're looking for is the animal god, but Paimon will take you to the animal god's place first, and there's the reason why. Why? Warte mal, wenn hier der Wind ist, dann gibt es ja zig Gebiete mit Feuer und hast nicht gesehen. Like the wind. There'll definitely be someone there who knows about your sister. At least that's what Paimon thinks. Whether the gods actually answer you is a different story. You never know unless you try. So let's hop to it. Aber wir dackeln der erstmal hinterher, ganz entspannt. Kann ich den fangen? Aber erstmal die Bären mitholen. Aber das Einsammeln von den Bären gibt schon mal keine Erfahrungspunkte. Weil das habe ich nämlich mitbekommen, weil. Warte mal, wie war das? Wo ich die ersten Dungeons gespielt habe. Die ging ja bis Level 10. Nee, wenn ich die fertig hatte, ging es weiter auf Level 10. Ich war aber erst Level 8. Heißt also, ich muss auf jeden Fall deutlich mehr rumlaufen und XP farmen. Hä, wo ist sie denn hin? Die Map schon verpackt oder was? Leute, warum steht die da oben? Bist du verblödet? Geh weiter. Jetzt muss schon nicht. Ich zeige euch gleich was. Warte. Das war mein erster Fail, wie ich das Spiel kennengelernt habe. So, du musst schwimmen. Zeige ich euch mal, was ich gemacht habe. Nur als Demonstration. Man kann ertrinken.
So habe ich das Spiel kennengelernt. Ich wollte erstmal so ein bisschen rumschwimmen, gucken, ob man tauchen kann. Ja, erstmal ertrunken. Ja, ist halt alles so ein bisschen auf Chinesen-Style, ne? So Anime. Tada. Des Windes. Erkundungsfortschritt 1%. Ah ja. Oh, did you just feel the elements of the world? Ja, ich habe sie gespürt. Seems all you had to do was just touch the statue and you got the power of animal. As much as they may want it, people in this world can never get a hold of powers as easily as you. It's a bit rude to say that about the power the gods just gave you. Jetzt wird's aber stinkig. If we keep heading west from here, we'll eventually reach Mondstadt, the city of freedom. Mondstadt is the city of wind because they worship the god of Animo. Mondstadt. So perhaps because you got power from the god of Animo, you can find some clues there. There are also lots of bards there, so perhaps one of them has heard news of your sister. Let's move then. Was the sind elements Baden? In this world responded to your prayers, and Paimon thinks that's a lovely sign. Habt ihr sie eben gelesen? Was sind Baden? Also nicht das Baden in der Badewanne, sondern B-A-R-D-N. E-N. Nur die gehört in meinem ganzen Leben. Das ist die besondere Fähigkeit. Man merkt halt wirklich, ich bin nur Shooter gewöhnt, ey. Hat ja gut funktioniert. Oh, jetzt muss ich wieder 3 Sekunden warten. Ich weiß, ich kann die auch anders besiegen, aber ich soll die ja mit der Fähigkeit fertig machen. Und zack! Ein Spiegelei! Deshalb bin ich ertrunken, wenn ich dem hinterher bin. Zack. Ah, Mora. Ach, ich werde eine Währung, ey, Mora. Hast du ein bisschen Mora für mich? Jetzt weiß ich nicht, soll ich jetzt schon mehr XP fahren oder erstmal der Story wieder folgen? Das ist halt echt so. Ich meine, erkunden muss ich ja sowieso. Denke ich mal. Weil 1%. Aber das Problem ist, man sieht halt nicht, wo man schon war, oder? Weil ich muss ja jetzt in die Stadt. Gut, ich muss ja danach auch wieder dahin, oder? Ach, wir gehen erstmal in die Stadt. Hä? Tschüss, raus. Ist sie nicht aufsammeln? Da ist er! Muss ich direkt an Yu-Gi-Oh! Denken. Aber jetzt mach ich hier die fertig. Zack! Figuren-EP? Ich brauche ja kein Figuren-EP, ich brauche ja dann Abenteuer-EP. Was? Ach, man findet am Anfang so viel. Zack, zack, zack. Ach, die Artefakte. Lol, ich mag dieses Menü nicht, ne? So. Nee, andersrum. Zack.
Man ist einfach von den anderen Spielen alles gewöhnt. Wollte hier das Kreis bestätigen. Ich bin heute gewöhnt, PlayStation X bestätigen. Da hatten wir aber nur das Gequatsche, meine. Jetzt wird schon lustig wieder. Während im Livestream würde ich jetzt sagen, denk dran. Lost in den Chat. Hier ist doch gar nichts. Warum ist denn hier noch gar nichts? Steht denn Jungsgeschwister bei? Ihr seid Zwilling auf der Durchreise. Es war ein langer Tag, der seit erschöpft nach dem Durchqueren der vielen Welten. Du hoffst, dass du in dieser neu angekommenen Welt namens Eibat glücklich sein wirst. Jedoch hat sich viel verändert. Als ihr von den Meteoriten gestiegen seid. Alles scheint einer großen Katastrophe gleich. Ihr wollt weiterreisen in die weit nächste Welt, aber nun versperrt euch eine merkwürdige, schwebende Gottheit den Weg. Sie blickt auf euch herab. Plötzlich streckt sie ihre Hand. Ja, bla bla bla. Genau das, was wir eben gesehen haben. Aus. Weil jetzt zum Beispiel, warum ist da oben links ein Ausrufezeichen? Da muss doch noch irgendwas da am Charakter sein, oder nicht? Hier ist doch nichts. Waffe habe ich auch noch nichts. Nein. Artefakt haben wir eingesetzt. Sternbild Sonne ist frei. Talente habe ich auch noch keine. Ist da? Ne, da haben wir auch noch nichts bekommen zum Leveln. Warum ist da oben links dieses Ausrufezeichen? I don't know. Hallo? Wo bist du hin? Detmar-Fruf. Bäume klettern, das hier ist auch ein Highlight. Wenn hier auf Bäume klettern muss, Katastrophe. Aber merkt halt, dass ich echt keine Rollenspiele mehr gespielt habe seit, keine Ahnung, Super Nintendo Zeit. Hier glitzert. Oh, hier ist ein Gegner. Ehre. Aber immer nur Figuren-EP. Keine Abenteuer-EP. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Erinnert euch an den Drachen? Just what was that? Paimon thought we were gonna get eaten. Ach, Drachenfutter. It definitely has something to do with that weirdo who was talking to the dragon. Jetzt mal ohne Quatsch, als ob der nie mitgekriegt hätte, dass es in der Welt Drachen gibt. Paimon gets why you're worried. Oh, what's that? There's some kind of shiny red thingy on the big rock over there. Also echt schade, dass es nicht deutsch synchronisiert ist. Be careful. Paimon doesn't have a good feeling about this. Blutroter Kristall. Paimon's never seen a stone like this before, so Paimon can't tell what it is. Ihr erinnert mich voll an Herr der Ringe, der, mein Schatz, weil die über sich selbst redet. Es wäre genauso, wenn ich jetzt sage, Family Hack hat das und das gesagt.
Das ist so komisch, wenn einer über sich selber redet. All Paimon knows is that it's dangerous. Best we put it away for now. Okay, we've got it. Now let's get out of here. So, wie ihr seht, Abenteuerstufe 3. Ich glaube, die kannst du eigentlich nur leveln, wenn du halt Quests machst, denke ich mal. So, ich würde aber mal sagen, das reicht jetzt erstmal als erste Folge. Ich wollte nämlich immer so 20 Minuten ungefähr machen pro Folge. Vielleicht könnt ihr mir schon ein bisschen was in die Kommentare schreiben, was ich vielleicht schon falsch habe, worauf ich achten sollte. Hey, you! Stop right there! Ja, gucken wir uns die auch noch an. Tada! Weil wie gesagt, ich weiß nichts von dem Spiel. Eigentlich gar nichts. May the Animo God protect you, stranger. I am Amber, Outrider for the Knights of Favonius. Eine kleine Besserwisser. You don't look like citizens of Mondstadt. Explain yourselves. We're not looking for trouble. That's what all the troublemakers say. Doesn't sound like a local name to me. And this mascot, what's the deal with it? Ich hab's sonst immer genommen, wir sind Freunde. Ich will's nur wissen, was kommt, ist nur was zum Knabbern. Hey, that's even worse than being a mascot. Ich die essen. So, sum it up. You're traveling partners, right? Well, look, there's been a large dragon sighted around Mondstadt recently. Best you get inside the city as soon as possible. Gut, dann gehen wir in die Stadt. It's not far from here. I'll escort you there. Oh, aren't you out here for some other reason? I am, but not to worry. I can keep you both safe while doing that too. Besides, I'm still not sure if I can trust you two just yet. Oh, I'm sorry. Probably not something I should say as a knight. Genau, überleg dir gut, mit wem du redest. I give you my apologies, strange yet respectable travelers. That sounded so fake. Do you have something against the type of language usage prescribed by the Knights of Favonius Handbook? Als ob es beim Ritterorden Handbuch gibt. Tada. Die Ember. So. Dann würde ich sagen, erstmal danke jetzt schon mal fürs Zuschauen. Wir gucken einfach mal, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich hatte ja schon in meinem letzten Video gesagt, wir werden jetzt ein bisschen mehr RTG, alle möglichen Spiele mal so durchgehen. Aber das hier sollte eigentlich erstmal so jetzt hauptsächlich kommen. Weil ich will halt wirklich wissen, was in dem Spiel drin steckt. Es spielen so viele. Es gibt es auf dem Handy, es gibt es auf dem PC, für die PlayStation, für die Xbox. Und auf der Switch soll es sogar im Januar auch kommen. Und ist natürlich kostenlos. So, dann würde ich sagen, knallt ihr die Kommentare rein, nicht ein Like vergessen. Wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo dalassen. Und dann würde ich sagen, danke dafür und bis zur nächsten Folge. Aufnahme stoppen. Er lässt mich nicht hin. Lol, meine Maus ist weg. Ah, so, jetzt bin ich mal raus.